Hallöchen und herzlich willkommen hier auf meinem kleinen Retro-Kanal. Heute gibt es mächtig auf die fiese Omme, nämlich mit meinem Lieblings-Brawler am C64. Ja, die Rede ist natürlich von Target Renegade. Ja, hier ist sie, meine Kassettenversion. Hier ist sie. Ha, ist das nicht schön? Genau, Renegade ist Ein Dreiteiler gewesen und Target Renegade ist der zweite Teil. Der erschien ursprünglich 1988 und beim ersten Teil war der Publisher Imagine zusammen mit Taito. Beim zweiten und beim dritten Teil dann nicht mehr. Und ich habe mir das Spiel aber nicht 1988 gekauft, sondern irgendwie Anfang der 90er Jahre. Da kam nämlich hier dieses Billig-Label Hit Squad auf die Idee, wir veröffentlichen dieses schöne Spiel nochmal. Und da hat es dann auch für mein Taschengeld gereicht. Und ich habe schön zugeschlagen. Und Target Renegade ist eines dieser Spiele, die ich damals auch nur geladen habe, um die schöne Musik zu hören. Und ja, nebenbei habe ich es dann auch mehrfach durchgespielt. Schauen wir mal, ob mir das heute wieder gelingt. Aber wir spielen hier heute nicht von dieser Kassettenversion. Nein, ich habe mir eine Diskettenversion besorgt. Von der bekannten Brecker-Gruppe Hokuto Force. Ja, genau. Und Hokuto Force, die haben neben vielen kleinen Verbesserungen an dem Spiel auch, ja, wie es nun mal so üblich ist, Trainerchen eingebaut, die wir aber nicht brauchen. Nein. Erstmal gucken wir uns doch mal dieses schöne Bildchen hier an. Ist das nicht wundervoll? Ha, ach Mensch, da kriege ich gleich Bock drauf zu spielen. Wunderbar. Ja, und jetzt kommt das Trainermenü. Ja, da ist es schon. Und zwar können wir hier einstellen, unendlich Leben. Die brauchen wir aber nicht. Nein. Unendlich Energie brauche ich auch nicht. Unendlich Zeit. Ja, das ist in manchen Leveln wäre das ganz praktisch, weil wir müssen nicht nur unsere Gegner vermöbeln. Nein, wir spielen auch gegen die Zeit. Aber das lasse ich auch mal aus. Auch wenn es nützlich wäre. Naja, One Hit to Kill finde ich bei einem Brawler ziemlich langweilig. Also unsere Gegner sollen schon ein bisschen was aushalten. Also auch nicht. Und dass unsere Feinde mich nicht angreifen, finde ich auch ziemlich langweilig. Also weg damit. Ja, alles aus. Ah, und jetzt wird erstmal nachgeladen bis zum Titelscreen. Ja, und da ertönt dann auch gleich ja, diese wirklich tolle Ausnahmemusik. Also das ist so Musik, die ich wirklich mit dem C64 verbinde. Also wenn ich das höre, wird mir direkt warm ums Herz und ich denke sofort an meine Kindheit zurück und an meinen schönen C64 hier. Ja, ach, so war das damals. Ja, und Target Renegade besticht nicht nur durch die tolle Musik, nein, nämlich auch durch die absolut gelungene grafische Präsentation. Das werdet ihr gleich sehen. Das ist total schön gemacht. Und auch schön ist, dass es in jedem Level immer zwei verschiedene Gegnertypen gibt, die man mit verschiedenen Taktiken bekämpfen muss. Ja, und diese Taktiken, die muss man erstmal herausfinden. Ja, so, da sind wir schon im Hauptbildschirm. Geschrieben wurde das Spiel von Dave Collier. Die Grafiken stammen von John Palmer und Martin McDonald. Und die Musik, die ist von Gary Biasillo. Ja. Ja, wir könnten jetzt hier die Musik ausschalten mit Space, sodass wir nur die Soundeffekte hören. Aber Leute, das wollt ihr nicht. Ihr wollt die Musik hören, auf jeden Fall. Okay, dann schnappe ich mir mal hier meinen Joystick. Und ich versuche mal, das schöne Spiel hier durchzuspielen. Ach, nochmal Luft holen. So, und los geht's. Thank you.
Ja, ich habe direkt die ersten zwei Gegnertypen kennengelernt. Das ist einmal hier dieser Heinz auf dem Motorrad und sein Kumpel. Die treten immer im Zweierpack auf und wollen uns hier vermöbeln. Aber nicht mit mir, denn ich nehme mir dann hier diesen Baseballschläger und hau den mächtig auf die fiese Plauze. Und im ersten Level ist es so, dass wenn wir uns diesen Baseballschläger nehmen und damit hauen, kriegen wir mehr Punkte. Und für mehr Punkte kriegen wir dann auch extra Leben. Die Leben, die seht ihr unten rechts in der Anzeige. Im Moment habe ich 5 davon. Und der rote Balken, der beschreibt meine aktuelle Energie. Und auf der linken Seite, da seht ihr einmal die Punktzahl, in welchem Level ich mich befinde und wie viel Zeit ich noch übrig habe. Und hier im ersten Level muss ich zu den Aufzügen gelangen und auf die nächste Ebene. Na. Ja. Okay, und bei jedem Gegnertypen kommt es immer sehr auf das Timing an. Ja, die haben quasi einen bestimmten Schlagpunkt. Ja, so. Okay, auf die Schnauze. Oh, nein, 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 nein. Ey, hau bloß ab, du. Haben die mir meinen Knüppel weggenommen? Sollst du mir meinen Knüppel wegnehmen? Sollst du? Nein, hau ab, du. Ach, haben die mir doch tatsächlich einen verpasst? Nein! Runter da! Blödmann! Nein! So! So, ich finde, es wird Zeit für ein Extra-Leben, oder? Ah, da muss ich mir noch ein paar Punkte zusammenkloppen. Uah. Boah, Überraschung. So, da ist schon der zweite Lift. Und rein da. Nächste Ebene. Ja, Level 1 ist auch das längste. Die anderen Level, die sind nicht so lang. Dafür sind dann die Gegner ein bisschen schwieriger. Nein, nicht hauen. Ich hau. Sollst du mich hauen? Lümmel, du. Na, warte. Nämlich so, jedes Mal, wenn ich den Lift betrete und wieder rauskomme, habe ich meinen Knüppel nicht mehr. Den muss ich mir erstmal wieder neu holen in jeder Ebene. Leider habe ich diesen Knüppel nur in Level 1. In den anderen Leveln, da muss ich mir mit meinen Fäusten behelfen. Nein! Komm schon, du! Jo, und 6 Leben. Sehr gut. Und auch schön ist, dass wenn man eine Zeit lang nicht getroffen wurde, steigt die Energie immer von alleine wieder an. Das finde ich sehr, sehr praktisch und auch fair, weil das Spiel ist auch schon so schwer genug. Uah. Nein! Jetzt bloß nicht mein Leben wieder verlieren. Das war ja echt doof. Das geht hier nämlich schneller, als man meint. Na! So, und am Ende jedes Levels kommen dann so Telefonzellen. Da fängt dann irgendwann das Telefon an zu klingeln und dann müssen wir da dran gehen. Da ruft nämlich das nächste Level an. Ja. Jo,
Und rangehen. Jetzt geht's ab ins nächste Level. Sind wir auf der Straße, wo uns hier diese wilde Helga angreift und ihr Kumpel. Und das sind richtig fiese Gegner, denn Helga hier, die tritt gerne in die Klöten. Und ihr Kumpel hier, der hat eine Knarre dabei. Wie ihr seht, genau, da muss man verflucht aufpassen. Und am besten kommt man dem bei mit Tiefschlägen in seinen fiesen Ranzen rein. Aua, ha, habt ihr das gesehen? Die haut mir doch in die Klöten. Und der schießt mir in den Rücken, die Drecksau. Habt ihr das gesehen? Oha, schon wieder in die Klöten. Leute. Eieiei, das ist hier der Vorführeffekt. Ich sag euch das. Also, wenn ihr dieses Spiel noch nie gespielt habt und ihr wollt das jetzt auch mal spielen, ihr braucht eine ziemlich hohe Frustrationstoleranz. Das sag ich euch. Aber wenn ihr einmal den Bogen raus habt, dann macht das richtig Laune. Ja. Jetzt müsste aber so langsam mal die Telefonzelle kommen hier. Oh, der Typ, der geht mir richtig auf die Nerven. So, komm, Helga. Ja. Da ist die Telefonzelle. Und das nächste Level. Hier sind wir im Park. Und hier kommt Buddy mit seinem kleinen Bruder. Genau. Und der kleine Bruder ist auch ein ziemlich fieses Arzt. Den bekommen wir am besten klein mit so Tiefschlägen. Dass ich hier keinen Knüppel habe. Den würde ich gerne hier jetzt einsetzen. Na, komm schon. Wichtig ist, sich auch hier von den Gegnern nicht einkesseln zu lassen. Aber das ist immer leichter gesagt als getan. Na, komm schon. Na? Komm her, du Lümmel, du. Ich hau. Ja?
glaube, ich muss dir echt mal die Fresse einhauen. Aber echt jetzt. Ja, da kommt schon die Parkbank. Ich glaube, hier in der Nähe ist irgendwo jetzt dann auch gleich das Telefon. Hoffe ich doch. Ah, komm schon. Ja, da ist das Telefon. Ah, und das nächste Level ruft. Das ist jetzt, er lädt jetzt nach, zum Glück. Hier können wir jetzt nämlich ein bisschen verschnaufen. Denn jetzt kommt das mit Abstand schwerste Level, wie ich finde. Hier kommt nämlich so ein komischer Lulatsch in seiner komischen Bomberjacke oder so und der haut mächtig böse zu und der hat seine Bulldogge dabei. Ja, so einen fiesen kleinen Wadenbeißer und der beißt nicht in die Wade, ne? Ihr wisst schon, wo der hinbeißt. Nein, 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 das können wir gar nicht gebrauchen. Und das Allerfieseste hier ist, dass das Level, ja, zwar nicht ganz so lang ist, aber schon ziemlich lang und wir haben nur wirklich sehr begrenzt Zeit. Also wir müssen ziemlich schnell da durchhuschen und die Gegner auch einfach mal stehen lassen und weiterlaufen. Aber ich zeige euch gleich mal, was ich meine. Hier, der Köter ist platt und einfach schön weiterrennen. Ja! So können wir uns nämlich ein bisschen Zeit reinholen. Ja, wenn wir uns hier nicht vermöbeln lassen würden. Ja, ätzend. Ja. Und weiter. Ziehen mir echt hier die Energie ab, die Schweine. Telefonzellen. Jetzt muss ich nur noch überleben. Ha. Na komm schon. Ah, du Klötenbeißer, du. Noch einer. Ach. Jo, und das nächste Level ruft. Boah, das ist das letzte Level. Hier in der Bar befindet sich der Oberbösewicht. Aber ich muss erstmal hier seine Schergen aus dem Weg räumen und die sind richtig fies.
das sag ich euch. Ach, die sind richtig bösartig, Schweine. Ach. Man darf sich von denen nicht einkesseln lassen. Was auch wieder leichter gesagt ist als getan. Aber für die Erlegung von diesen fiesen Schweinen gibt's massig Punkte. Und wenn ich Glück hab, kriege ich sogar noch ein Extra-Leben. Das wäre für den Bossfight nicht schlecht. Der folgt nämlich gleich, wenn ich so weit komme. Uiuiui. Na, komm schon. Ja. Oh. Du fieser Frankenstein, du. Oh. Nein. Oh. Da ist der Oberbösewicht. Der hat meine Freundin entführt. Die doofe Sau! Komm her, du! Ja, da braucht man auch eine bestimmte Taktik. Und die sieht so aus, dass man ihn nicht nah an sich heranlassen sollte, weil der fängt an zu würgen. Ja, das glaubt ihr gar nicht. Und wie? Aber ich hab ihn erlegt. Ja, keine Chance. Der Blödmann. Ja, ich hab den Oberbösewicht erlegt. Und jetzt wird die Endsequenz geladen. Und jetzt schnapp ich mir nämlich meine Freundin. Die befreie ich jetzt. Und ja, erstmal wird mich ordentlich eingehoben. Und jetzt hebe ich mir noch an meiner Freundin einen kleinen Bruch. Auf! Nach Hause, mein Schatz! In die Koje! Ja! Das muss gefeiert werden! Ja, geschafft! Was ich sehr, sehr schade finde bei dem Spiel ist, es gibt keine Highscore. Und ich mag Highscores doch so gerne. Naja, vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine Cracker-Gruppe oder Hokuto Force nimmt sich dem Ganzen nochmal an und baut dort ein Highscore ein. Das wäre verdammt cool. Ja, gut, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid, wenn ihr das Spiel noch nicht gekannt habt, auf den Geschmack bekommen und besorgt euch Target Renegade. Das Spiel macht wirklich verdammt Laune. Ja. Und wir sehen uns, wenn ihr mögt, das nächste Mal. Bis dann. Ciao.